Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nase Brick in the Ball. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen weiter ausgebaut. Und zwar diesen guten Teil hier. Wir hatten ja eine Folge ausgelassen, das tut mir auch echt fett, sorry. Hat irgendwie nicht geklappt, weiß der Teufel warum. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt schon mal unsere Elektroabteilung, die wir definitiv noch größer bauen müssen. Das weiß ich jetzt schon, weil irgendwann brauche ich eine zweite Kasse. Und genau darauf wird es dann hinauslaufen, dass es... mega uncool. Wir wollen das hier ja als Hauptgang machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier, denke ich, jetzt das Fundament einfach mal erweitern. Und zwar hier runter. 28. Und hier ebenfalls. Und hier eine Mauer noch durchziehen. Denn dann können wir unseren Laden ein bisschen größer machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schöner am Ende. Weil wir müssen definitiv eine zweite Kasse dann hier hinbauen. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wir können das ja eigentlich schon hierhin verschieben. Und das können wir ebenfalls verschieben. So, dann können wir das nämlich schon verwalten. Und zwar das Geschäft 8. Zuweisen. Geschäft. Ja, komm, wird fertig. Perfekt. Und hier ist Geschäft Nummer 7. Denn ich glaube zu meinen, dass wir hier am Ende definitiv noch eine zweite Kasse hinknallen dürfen. Was ich ein bisschen doof finde, was mich eigentlich viel mehr freuen würde, ist, wenn wir die Sachen hier alle markieren könnten. Ja, ihr seht, ich kann leider nur immer eins markieren oder kann auch, keine Ahnung, ich kann es höchstens einmal abreißen lassen, gefühlt. Aber selbst das geht nicht, sehe ich gerade. Da werden wir dann einfach Paletten hier unten hinstellen müssen. Machen wir vielleicht so und so. Und werden dann hier... Könnte man nicht eigentlich irgendwie duplizieren oder sowas? Nee, ne? Bauen. Produkte manuell einstellen, automatisch einstellen. Produkte automatisch einstellen? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mache einen täglichen Gewinn über 20.000 Dollar, Belohnung 10.000. Ja, habe ich gemacht. Ach, schau einer an. Automatisch einstellen, das geht also. Wir können auf jeden Fall mit Forschungslieferant, Werkzeuglieferant machen wir gleich als nächstes. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir, wenn ich das jetzt hier so hinknalle, das dann automatisch beliefert wird mit allem. Das sieht ganz danach aus, das ist ja nicht schlecht. Dann können wir doch das hier entfernen. Also mit Env geht auf jeden Fall was. Würde ich doch mal wissen, wenn ich jetzt hier noch Tische hinbaue, Produkt automatisch einstellen, was er hier draus macht jetzt. Ob da jetzt Gemüse reinkommt oder Laptops oder whatever. Der füllt hier gut auf. Wir machen halt auch sehr guten Umsatz, finde ich. Ja, genau, das meine ich, ne? Ich will ja keinen Schmuck hier haben. Das ist ja Schwachsinn, was ich hier mache. Aber hier sind Spielekonsolen. Elektronik, ja, da können wir doch nochmal Smartphones hinknallen und was. Die sind gut dabei, die Leute hier. Das ist ein bisschen albern. Ich nicht mal manuell. Äh.
automatisch befüllen, das ist Kacke. Das ist eigentlich völliger Humbug. Und wir brauchen ja irgendwie mittlerweile schon hier, wenn ich das richtig sehe. Wir haben genug Lageristen da. Wird da eigentlich machbar sein. So, wir haben gut Geld gemacht. Dann bauen wir doch einfach hier noch so ein bisschen aus, denke ich. Wir werden dann wahrscheinlich hier runtergehen jetzt mit dem Gang. Und zwar hier irgendwie so lang. Halt, da fehlt auf jeden Fall was. So, genau. Boah, es sind hier Schlangen. Also ich brauche eigentlich nur einen Bereich. Wird ein bisschen too much hier gerade, sehe ich. Eigentlich nur einen Bereich, den wir dann als Kassen nutzen können, ne? Wenn wir dann hier das vielleicht nach unten machen könnten, das Büro. Und das Lager 2 auch. Inwieweit können wir denn hier noch Fundamente bauen? Gar nicht mehr. Auch nicht genug Geld dafür, wird mir gesagt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kassierer. So, Geschäft 1. Kassierer einstellen. Hintereinander weg hier jetzt. Bereich Personal, Schichtplanung, Kassierer. Und zwar volle Hütte, 8 Leute. 2, 4, 6. Haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 6, 8, alles klar, passt. 2, 4, 6, also brauchen wir noch 2 insgesamt. So, dann passt das soweit. So, 2, 4, 6, 8. So und so. Tagsüber ist halt echt für den Arsch, ne? Gut, dann haben wir den Teil doch gebaut. Wir müssen hier das irgendwie wegkriegen. Hier ist ja genauso krass. Was ist denn hier auf einmal los? Wo kommen denn die her, die Menschen? Wir machen einen Umsatz hier. Bauen definitiv noch eine zweite Kasse. Und brauchen dafür auch noch fürs Geschäft 7 Kassierer. Fürs Geschäft 8 ebenfalls. So, Kassierer für Geschäft 8. 2 Schichten, genau so. Für Geschäft 7 machen wir auch 2 Schichten. Dann ist das, denke ich, ganz gut gemacht. So, Forschungsmenü. Ich wollte Tabaklizenz, ich wollte diese Selbstbaukassen haben. Selbstbedienungskassen. Ich glaube nämlich, das dauert zwar ein bisschen länger jetzt in der Forschung, aber wird uns ungemein hier irgendwann helfen. Wenn wir zum Beispiel hier oben jetzt das ganze Ding nochmal das ist echt Mist. Vielleicht machen wir das Lager kleiner oder bauen das Lager irgendwie aus hierhin. So, und reisen. Bauen hier eine Mauer irgendwie rein. So, und werden hier eine Tür einbauen. Und zwar hierhin und hierhin werden dann das Lager 2 Lager wieder hier wegnehmen. Hier auch. So.
werden dann das hier alles wegreißen und machen da dann Selbstbedienungskassen oder sowas. Vielleicht klappt das ja ganz cool. Momentan ist hier echt Action. So, Kleidung wird ja ab morgen doppelt besetzt sein, ab 0 Uhr. Hoffe ich. Genau, doppelt besetzt. Super. Hier muss auf jeden Fall noch eine Mauer rein. Hier muss das Lager vergrößert werden, dann passt das nämlich wieder. So, somit könnten wir hier... Quatsch, ich rede ja hier gerade Bullshit. Hier muss noch eine Personaltür rein. Wir werden diese Tür so hinbauen und so hinbauen. Also Fehlermeldung, wir haben keine Toiletten, wir haben noch genug Toiletten. Vielleicht bauen wir hier einfach noch paar Toiletten hin, wobei ich eigentlich da keine Meinung zu habe. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kommen hier die Urinale ran. So. Machen dann hier Mauer, Mauer, Mauer. Und Mauer und Mauer. Dann machen wir nämlich hier, wenn die Jungs mal ein bisschen schneller bauen. Waschbecken ran. Und ganz klassisch eine normale Tür. Wir haben auch wieder ein bisschen Geld übrig. So 8%, also die Selbstbedienungskassen, die brauchen wirklich lange. Aber wir haben halt 8 Kassen jetzt besetzt, das muss reichen. Wir machen hier die Selbstbedienungskassen, denke ich mal. Wird genauso, stopp, bevor wir jetzt hier noch viel weiter was machen. Hier gerne eine Sicherung einbauen. Und zwar so, die kann zum Beispiel weg. Genau, so machen wir das. So machen wir das und so wächst unser Laden langsam hier. Wir brauchen hier für unser Fastfood-Restaurant, sehe ich gerade. Verwalten, Fastfood-Restaurant brauchen wir auf jeden Fall. Ein Kassierer noch, Koch noch, Lageristen. Die wir dann so ein bisschen überschneiden lassen können. Und zwar so. Und hier mit den Köchen machen wir dasselbe Spielchen. Und zwar so. Denn das wird vielleicht nochmal irgendwann großer Ansturm werden. Perfekt, also wir machen gut Umsatz. 35.000 haben wir jetzt letzten Tag gemacht. Wir haben hier noch eine Mauer, die weg kann. Und könnten ja eigentlich gleich... Weiß ich, ich habe nicht genug Geld dafür. Kann mir fast gar nicht vorstellen. So, da haben sie wenigstens was zu tun, die Handwerker. Und hier wieder eine Mauer hin. So, 16%. Aktuell scheint es ja ganz gut zu laufen. Ja, wir nehmen 35, 2,49 war jetzt echt das letzte Top-Ergebnis hier bei uns im Geschäft. Das ist dann schon nice. Das ist dann wie ein Selbstläufer so langsam. Zu was gehört denn eigentlich... Das Lager 5.
Verwalten. Bereich Lager neu verwenden, Lager 2. Toiletten. Lager 5. Zu wem gehört das Lager 5? Ach, das ist das Fresslager. Das könnten wir doch einfach eigentlich entfernen. Lager neu verbinden. Machen wir mit Lager 2. Machen wir hier zuweisen. Lager weg. Machen hier die Mauer ebenfalls weg. Dann können wir da noch mehr Kassen einstellen. Dann ist das halt ein großer Ausgang für alles. Dann ist das hier der Hauptgang und hier... Boah, das ist nicht so einfach, wa? Oder wir machen hier halt nur einen Eingang rein und da einen Ausgang oder so. Müssen wir echt mal schauen. Genauso wie mit dem scheiß Brunnen hier. Wer braucht denn den Kackbrunnen? Ach, hier muss wieder eine Mauer hin. Was ist denn eigentlich? Wir können doch mal gucken. Mit unseren Diebstählen. 416. Aber das ist auch noch ganz schön viel, ne? Parkplatznutzung 183. Der Parkplatz ist gut voll. Ja. Oh. Das ist ganz cool gewesen hier mit dem, dass wir das gesehen haben mit dem automatischen Auffüllen. Die Wäsche wird auch gut gekauft. Wir haben auch noch so einen Schmuckladen, da könnten wir doch jetzt... Truhe, hier, oder? Busches mit Smartphones? Nee, Fernseher. Säfte. Wo waren jetzt die guten... Schmuck. Da machen wir jetzt so einen Schmuck hin. Wo haben wir ja schon Schmuck? Scheinbar. Ich glaube, den habe ich aber rausgelöscht, kann das sein? Das ist ja kein Schmuck hier, das sind ja Kameras und so weiter. Aber wir haben uns schon so ein bisschen hochgearbeitet, dass wir Qualitätsstufen haben. Das ist ja eigentlich ganz nice. So, dann machen wir hier nämlich auch noch ein paar Klamotten. Die werden dann auch schön automatisch befüllt. Ah, das hilft ungemein, ey. So, hier, das läuft jetzt gut. Das Lokal. Die Köche sind ordentlich am Brutzeln und machen und tun. So, aber den anderen Schmuck suche ich, ne? Also, wir machen ja echt Schotter. Oh, nur 19.000? Das ist ja uncool. Wenn wir nur 19.000 machen, dann könnten wir doch schon noch hier was hinknallen. Und werden das alles schon mal wegnehmen. Und dann können die das doch da schon mal befüllen und machen und tun. Die waren auch, glaube ich, zu viel.
So, und zuweisen, nee, verwalten, nee, zuweisen, Geschäft in dem Bereich. Das löschen wir mal weg. Perfekt, das macht einiges einfacher. So, unsere Selbstbedienungskassen 57%. Das heißt, es wird langsam dem Ziel nahe kommen. Wir könnten unsere Schreibtische ja mal hier hinsetzen. Und hier hinsetzen. Dann bauen wir einfach noch mehr Schreibtische. Schreibtische für die Welt, sage ich immer wieder. Büroschreibtisch, zack, zack. Dann wird hier einfach eine Mauer hingeknallt, wird dazu gemacht. Dann kommt hier einfach eine entspannte Personaltür rein. Das wird das Büro 3. Das müssen wir. Boah, das ist alles ein bisschen zu schnell gerade. Das Büro, ja. Das wird nämlich dann das Büro werden. Das wären die Toiletten. Und im Büro 3 können wir jetzt 4 Leute reinsetzen. Na, zack, nein. Zack, zack, zack. 2, 4, 6, das ist doch super. Machen wir nämlich 2 so. Ein so. 2, 4, 6. Wo sind meine ganzen Mitarbeiter? Das sind ja sogar 6. 3, 3. Sind dann ein bisschen effektiver am Ende. So, dann können wir das nämlich hier entfernen wieder. Das weg und das weg. Wenn hier eine Mauer reinknallen. Das sind echt viele Leute mittlerweile. Und ja, 24.000 war jetzt unser letzter Umsatz. Wir sind auch schon wieder, sehe ich gerade durch spontan rüberblicken auf unser Aufnahmeprogramm über unsere Zeit hinweg. Ich würde hier einfach mal einen Cut machen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr was dazu in die Kommentare noch schreiben könnt, wie wir vielleicht diesen Bereich hier oben ausbauen können. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir doch wieder alle Kassen nach oben ziehen und die einzelnen Bereiche so lassen. Oder wie wir das vielleicht managen können, nur einzelne Bereiche zu machen. Also, oder reißen wir die Mauern vielleicht weg und lassen ein großes. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht schreibt das einfach in die Kommentare, wenn ihr da genauere Infos oder Tipps habt. Ich würde mich freuen. Ansonsten lasst ein Like, ein Abo da. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge sehen. Ich sage Tschüssikowski und goodbye. Ciao.